Abend, meine Damen und Herren, Dinge. Test-Server, gehen wir uns mal die Patch-Notes durch, weil offiziell ist er erst um 8 Uhr offen, aber die Dinger sind seit 18:30 Uhr veröffentlicht, deswegen können wir da ja drüber reden. Ein paar Dinge habe ich schon gesehen, wo ich, also zur 1. Eins habe ich gesehen, wo ich. Ja, egal. Nun, Bugs, Aircrafts. Su-17 M2 F5A. Warum die Chinesen die als erstes bekommen, weiß ich nicht. Ich habe verstanden, warum die Amis keine haben, weil die die wirklich bloß von Export gebaut haben, die A-Variante. Aber warum denn die Chinesen als erstes? Okay. Und die Fokker. Im Premium, auch nö. Ja, gut. Die Amis bekommen M3A3 Bradley. Wir bekommen einen Jagdpanzer KA2. Jagdpanzerkanone A2 kenne ich nicht. Bin ich gespannt. Die Russen bekommen einen BT-7. Hä? War das nicht? Das war doch der vom Event, oder? Bin ich jetzt blöd? Das war doch der Event-Dinger. Und noch ein T28. Ist das. Ich bin irritiert. Soll das nicht hier China sein? Okay. Dann dieser südafrikanische Tree bei den Briten. Das sagen mir alle nichts. Hirosha, ein Jagdpanzer, wenn ich es richtig gesehen habe. PTL-02 sagt mir nichts. Die Italiener bekommen endlich deutsche Panzer. Vielleicht kann man dann ja aus Sim die amerikanischen Panzer als Ersatz raus und so. Und die Schweden bekommen noch ein IKV oder sowas. Die Briten bekommen eine Wasp. Okay. Schiffe, eine Kaiser, eine Rosomacha, Weitbei und eine Izu. Okay. New Location für Combined Battles, Seversk 13. Okay. In some Mission Airfield Models have been replaced with identical ones, but with larger substance. Spread areas in order to hide the hill effect when flying up to an airfield. Das verstehe ich nicht. The depth in most location has been increased or reduced to historical values of for naval team. Okay. Tank holes that cannot be moved have been visual changed so they cannot be confused with. Okay. Jetzt bin ich gespannt. In Demon's Confrontation, a bug where the same ground battle might begin in several squares has been fixed. Okay. A bug where several battles might happen at the same time in the same quadrant has been fixed. Scorpion. Hi, good evening. Dev Server. And I'm reading the bug notes or the fix notes at the moment. Server should start in a half hour if nothing change. AI Bombers will now be spawned at different altitudes depending on the battle rank. Okay. In dueling confrontation, Cahin Cole, the position of some airfields have been changed. Another potential position of a base for bombing has been added. A bug with in some missions, some airfields were without air defense coverage has been fixed. Okay, das war Dover. I guess. A bug where a player that rejoined the game session increased the number of victory points for the team has been fixed. Nice one. That's important. That's important. A bug where in Endurance Confrontation mission and location Tunisia, the airfields were too close to the center of the map so that tire ranks, the time of approach to the front.
not ideal, but better than nothing on this map. The respawn time of anti-aircraft guns on airfields has been decreased. Okay. Steiner! Danke für den Host, ich dachte, du bist zu Sebastian. Einen wunderschönen Abend. Es waren gerade meine Ohren. Ihr hört noch keinen Sound. Wurstela, kannst du mal bitte einen Link zu Steiner posten? Hi FastGT, hi Morpheus und hi Ranarok. Ich lese gerade noch die Patch Notes vor. Also offiziell ist es bekannt seit 18.34 Uhr, deswegen fühle ich mich jetzt hier auch nicht als Spoiler. Ich lese jetzt hier einfach mal durch die Patch Notes durch. Hier oben waren die Fahrzeuge, da kommen wir nachher nochmal dazu. Ansonsten sind wir jetzt hier bei Endurance Confrontation. Stina, Link, du sollst einen Link posten, bitte. A situation where the ground convoy stopped appearing has been fixed. Ja, das war ein Problem. Für die, die es nicht wissen, in EC gibt es Missionen, wo so ein Konvoi mit Light Vehicles durch die Gegend eiert und manchmal sind die einfach nicht mehr aufgetaucht. Kamen einfach nicht mehr. The maximum number of simultaneous active convoys has been increased from 1 to 3. Nice, also 3 auf einmal. Danke. Danke dafür. Hi TIE Fighter und hi Psychoterror. Die nehmen wir ja manchmal. Und halt Dark Tiger. Steiner, dein Internet ist wieder. Hast jetzt einen Wechsel vollzogen, das ist jetzt stabil, oder? Some bugs with the appearance of convoys, which lead to the occasional jamming or several stretching the column. Ja, das ist auch so ein Problem gewesen. Da war es denn. Warte mal, ich mach Kamera mal an. Achtung, Kamera, Achtung, Kamera, Achtung, Kamera. Hallo. Ich soll kurz in den. Ja, ja, das ist ganz unten. Da kommen wir noch dazu, Wusser. Eins nach dem anderen. Eins nach dem anderen. zur Erklärung, also der Konvoi ist normalerweise, ich glaube, acht Fahrzeuge, die irgendwo auf einer Straße auf der Map entlang fahren, die du dann abschießen kannst. Und es war manchmal so, dass irgendwie vier Fahrzeuge irgendwie in Traffic Jam quasi gekommen sind, weil eine andere KI durchgefahren ist oder weil sie sich verfahren haben. Und dann ist ein Teil weggefahren. Hallo Fruchti. Einen schönen Abend wünsche ich dir. The convoy destruction task and highlighting of convoy vehicles in AB mode now occur when the. AB mode? Es gibt ein A, B, E, C. Habe ich irgendwas verpasst? Helicopter, PVE, Confrontation, Location, all players are the same team, the number of ground vehicles, okay, das ist der PVE-Mode, ja. Ground vehicle model, damage model, characters and weapon change. The parameters of the overheating of automatic cannons on ground vehicles have been revisited and refined. Automatic cannons fed through magazines are of limited capacity. Will now overheat more slowly. Oh Gott, das heißt, die können noch länger ballern. Damage resistance of drag has been reduced. Now the tank drag should be torn by a single hit of a shell. Hallo, klein Lucky. Nee, 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 nee. Wie geht's dir? Hallo Joko, du arrogantester aller
Skinmacher. Einen wunderschönen Abend wünsche ich dir. I finally can hit, track someone by my massive amount of hitting bags. Also, ins Deutsche übersetzt, ich spiele mal ein bisschen Übersetzer. Man kann jetzt die Führungsräder kaputt schießen, wenn ich das richtig verstehe. Das ist so die Standardsache, die ich beim Panzer treffe. Also ich treffe, wenn ich was treffe, meistens irgendwie eins von den Wheels, vor allem bei den Russen. Oh, jetzt können die kaputt gehen. Okay. The material thickness of gun barrels of cannons of the caliber 14 mm or more has been increased. Das heißt, es ist weniger wahrscheinlich, dass ein Kanonenrohr platzt. Ja, direkt drunter da. Also irgendwie sind jetzt die Kanonenrohre dicker geworden, könnte man sagen. Also das ist das Kaliber und jetzt sind sozusagen die 75er bis 90er sind jetzt 30 mm dick. Ich glaube, ich würde mal sagen, so ab hier reicht dann halt ein 50 Kal nicht mehr aus, oder? Ab hier. Normaler Schuss reicht noch, aber 50 Kals oder 20 Mils, ich weiß nicht, ob die dann noch reichen. Jede Nation hat Nummer, steht hier in der Liste jetzt nicht drin. Okay. Following vehicles have received new volumetric tracks. Okay. Bäh. Den hätten sie weglassen können. Aircraft and Helicopter Model, Damage Model, Characteristics and Weaponry Change. UH-1C, Display of Suspended 40 mm when mounting blocks for bla bla bla. Separate Bomb Drop for Bombs Weaponry has been added. Okay, man kann jetzt mit der F6 und der F4 nice Bomben separat abwerfen. Was ist die Brickgun B? Habe ich das Flugzeug übersprungen, oder? Okay. Die Gazelle. Bug of Display Suspended Pods. Okay. Ballistic Character Lighter has been added zu A32. Hallo Daniel, der Commander. Einen schönen Abend wünsche ich dir. SPD3 Armor Plates Elements have been fixed. Okay, da war ein Bug, wusste ich nicht. A26, B10, Armor Elements und Tier of Damage have been fixed. Ja, die A26 hat definitiv einen Armor Bug gehabt. Dritte Jagdbombe, ja, hier, das sieht man. Sieht so ein bisschen wie der Vorgänger der Moskito aus, aber ich dachte eigentlich, dass ich die Linie durch habe. Also entweder kommt er nach der Moskito oder war vor der Moskito und ich habe ihn nicht wirklich. Brigant, Brigant. Die Bilder sehen nach Krieg aus. Tin Man, einen wunderschönen Abend wünsche ich dir. Aaron knows displaying of the Char 23 cannon in some cases has been fixed on the UPK. Blah, okay. Das sind Grafikbugs. New AGM 65A missile of the air to surface class have been added. Mavericks, meine Damen und Herren, Mavericks. Mavericks. Flight Model Change, to be announced. Ja, also die kommen noch. Naval Fleet Model, Damage Model, bla bla bla. Da kann ich keine Aussagen zu treffen, deswegen bin ich jetzt mal so frech, wobei wir haben Zeit. Also wie gesagt, der Dev-Server soll offiziell in 25 Minuten online gehen. Aeronews. Ich habe das Wort noch nie gehört, ich kann es auch nicht aussprechen. Sorry, Wusti. Und ja, da kommt auch schon Epic Thunder mit dem Announcement.
Ich habe auch schon nachgefragt, also kurz zur Erklärung, ich spring gleich mal runter zu dem, was mich bisher am meisten überrascht hat. Also wir merken uns, wir waren bei Nevo. Und zwar folgendes. Steiner, bist du noch da? Das betrifft dich nämlich auch. A mechanism for limiting the use of custom sound modification has been implemented. At the moment, when trying to start tank simulation or tank realistic battle, by using custom sounds mods, you will see a dialog box with the message sound mods are prohibited in the selected game mode. To turn off mods, you need to restart the game. Restart the game. Das heißt, Soundmods tun nicht mehr. Soundmods tun nicht mehr. Ich bin mal kurz so frei. So. Ja, nur für Holla. Falls Steiner noch zuhören soll oder Joko oder sonst irgendjemand, könnt ihr dem Steiner Bescheid sagen. Das betrifft ihn wie mich. Also Steiner nutzt ja auch Soundmods. Es gab Gerüchte, dass es illegale Soundmods gab, die sozusagen zum Cheaten missbraucht worden sind, indem sie eben noch einfacher gemacht haben, nach Gehör zu fahren, wobei die Original-Engine es so gut hergibt, nach Gehör zu fahren, dass ich mich frage, warum das jemand machen sollte. Ich habe zum Beispiel Epic Thunder verwendet, hauptsächlich wegen dem Pass-by-Sound, also Vorbeiflug-Sound von Flugzeugen. Die Kanonenshells waren schon ein bisschen besser, aber jetzt nicht so, dass ich sagen würde, das war der Grund. Genau, also wir haben leider keine Infos dazu. Also ich würde euch gerne, also ich sage jetzt nichts drüber, weil ich nichts weiß, sondern weil ich was weiß und nicht sagen darf, sondern ich weiß einfach nicht. Als mir Zeus das vorhin geschickt hat, also ja, da war jemand schneller als du, Wursti, war ich genauso überrascht. Und nach dem Post, den ich gerade in Epic Thunder Discord gesehen habe, ist Jack, der Macher von Epic Thunder, der eigentlich recht eng mit Gaijin zusammenarbeitet. Also die offiziellen Soundmacher arbeiten eigentlich relativ eng mit denen zusammen, weil das ja ein bisschen nicht so einfach in Anführungszeichen ist wie Skin oder sonst irgendwas, lad hoch und gut ist, sondern das ist ein bisschen was anderes, was du machen musst. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass also wenn wir mal davon ausgehen, dass es kein Cheating-Ding ist, dass eventuell irgendjemand die Rechte an Sounds geclaimt hat, die in Mods verwendet werden, wo dann auch der Spielemacher für haftet, wenn er sowas zulässt. Ich weiß es nicht. Das wäre jetzt so rein, also das ist rein ins Blaue geschossen, das ist wirklich Spekulation. Aber das ist eine Änderung, da weiß ich selber noch nicht, was Sache ist oder warum. Sobald ich was weiß, sage ich Bescheid. Wartet. Ich habe gerade eine Info bekommen. Die ist nicht vom CB-Discord, deswegen. Warte, Joko, ich habe gerade, also Jack hat gerade was gepostet in Epic Thunder. Also von daher, ich spoilere nichts aus. Okay. We have strong evidence that people use mods to cheat. We want to create equal level for players and certain game mods by enabling only stock sound in those modes to prevent cheating. I don't think we should make a proving system for mods because it will take time that we don't have for dealing with many mods each time when a new version of the mod released. Also, it will take time to create validation system for mods that have passed. As a sound department, we're supporting sound mods in War Thunder, but we do not want that this support trust or and
Trust and our goodwill was used for cheating. Unfortunately, so far, this is the only way disable mods in modes without indication points above vehicles. Hi, dog is a pound. Das ist ein Tiefschlag ins Gesicht. Sie machen ein eigenes Soundsystem, wo man selbst die Regler einstellen kann. Wo ich dann auch ohne zu cheaten meinen eigenen Motorsound so leise machen kann, dass ich den nicht mehr höre. Und das sind Mods zum Cheaten. Hart. Really, really. Hart. Ich verstehe es auch gerade. Also, es ist nicht nur, es ist in es ist in RRB, RAB, SIM-EC und Arcade Ground Battles. Sind die Mods noch erlaubt? In Realistic Battle, Ground Forces und Sim Ground Forces sind sie verboten. Die zwei Spielmodis, wo ich die eigene Sound Engine, die Vanilla Sound Engine verwende, um zu hören, oh, da ist ein Panzer um die Ecke. Oder oh Scheiße, da kommt ein Flieger von hinten. Oh Scheiße, Damokles, danke fürs Erinnern. Mimi, 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 mimi. Mimimi, Damokles, einen wunderschönen Abend. Herzlichen Dank für den 18. Monat. Wetterfunke Melodie. Mimimi. Ja. I still don't get it. I really don't. Das sind die Patch Notes, Damokles. Ich hab's gerade im Dings. Das sind die Death Server Patch Notes. Wir waren eigentlich hier bei den Dingern von Neville. Und wir sind gerade über das hier gestoßen. Und wo ist die Erklärung? Die sieht nach einem Forum, nee, das sieht nach einem Discord-Post aus. Also das Sound Department. Hat entschieden, dass es wohl, oder es gibt wohl Hinweise darauf, dass das Soundmodden missbraucht werden kann für Cheats. Und entscheidet jetzt, dass in RB und SIM, die nicht mehr erlaubt sind, ich verstehe es nicht. Ich, beim besten Willen, ich verstehe es wirklich nicht.
Wartet mal, ich muss jetzt hier kurz ein. Sattel. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Ich denke, das ist etwas, was mehrere interessiert. Psst, Damokles, jetzt spoiler doch nicht. Wir waren noch nicht bei der. Waren wir bei der Liste? Nein, wir waren noch nicht bei der Liste, oder? Waren wir schon bei der Liste? Doch, wir waren bei der Liste. Ja, wir waren schon bei der Liste. Ich bin immer noch. Entschuldigt, ich bin immer noch ein bisschen. Es macht für mich keinen Sinn. Es macht für mich einfach keinen Sinn. Es macht für mich einfach keinen Sinn. Interessiert jemanden die Naval Fleet Änderungen im Detail? Nein. ich kann euch dazu auch nichts sagen. Es tut mir leid. Ich bin. Auch wenn mir die Naval EC Matches teilweise Spaß gemacht haben, ich habe ja auch zweimal gestreamt. Brust plus eine Yamato haben. Nö. Deswegen kann ich euch auch dazu nicht sagen, was hier irgendwie links und rechts passiert. Ob das jetzt eine Verbesserung, Verschlechterung. Das haben sie geschrieben, dass dass mit dem letzten Patch irgendwas passiert ist bei dem. Economy and Research, the aircraft class Attacker has been renamed to Strike Attacker. A Strike Aircraft. And extended with the addition of a large number of vehicles. The definition of attacker was mainly used by the Soviets and American aircraft construction schools, but within the game, the vehicles of these class get a number of advantages in comparison to strike fighters. Increased rewards for destroying ground, bla 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 bla. Even if it is close to them in nature, list of aircraft moved to strike aircraft class due to their combined characteristic armament and primary target type in combat. Normalerweise kommen es immer. Ja, meistens, ja. Der Patch wird ja ein bisschen gewascht, habe ich so ein bisschen Gefühl. Ich meine, gestern war der Dev-Stream und heute. Schwere Jäger sind jetzt alles Bodenangriffsflugzeuge. Ja, Gott. Der Dev-Server kommt laut dieser Seite um in 10 Minuten. Das ist ganz offiziell, deswegen spoilere ich nichts. Das ist ganz offiziell. Seit 18:30 Uhr ist der Post live. Mike hat gesagt, wir dürfen teilen. 18:35 Uhr, Announcement is now public, feel free to share. Ja. Eine 110, eine 14, eine 335 sind keine Strike Aircrafts. Eine Do-335 ist kein Jagdbomber. Eine Me-410 ist kein Jagdflugzeug. Eine 110 lasse ich noch durchgehen, wobei das immer noch eher den Begriff schwere Jäger widerspiegelt. Die 410 wurde zwar dann auch für die Jagd verwendet, aber ihr Hauptaugenmerk war eigentlich der Ersatz von der Stuka.
Naja, Damokles, so wie die rushen, weiß ich nicht, ob noch ein zweiter Dev-Server kommt. Also so schnell nach dem Dev-Stream hatten wir, ich habe jetzt eigentlich gedacht, gemütlich, okay, ich muss morgen wieder arbeiten, scheiß drauf, Dienstag auch, wahrscheinlich kommt am Mittwoch ein Dev-Server, so wie es normalerweise ist. Samstags Dev-Stream, 3 bis 4 Tage später Dev-Server. Ein Tag später? 14. Okay, ja, da haben sie in case to avoid confusion, the strike fighter type has been removed from fighter class. The aircraft class Attacker has been renamed to Striker Aircraft. In case to avoid confusion, the Striker Fighter. Achso, Striker Fighter. Es ist in so vielen Richtungen falsch. 110 kann Bomben tragen, ja, aber das war ein schwerer Jäger, der Bomber, also ein Jagdbomber, ein schwerer Jagdbomber. Kein Strike. Hast du einen schönen Abend, wünsche ich dir. Ja, wir müssen noch 8 Minuten warten, bevor es losgeht. Ja, also da haben sie irgendwie. Ich sagte in 10 Minuten. Jetzt lüge ich auch noch, weißt du? Runter mit den Finger weg von meinen Nüssen. Dessau will open at 19. GMT. GMT ist eine Stunde hinterher, also um 20 Uhr. In 7 Minuten müsste der Server in der Theorie offen sein. Okay, das heißt aber, dass wenn ich jetzt bitte 110 und eine Bombe. Warte mal. Reduce Reloading Time of Suspending and separate from Fighter Respawn Score Multiplier in Ground, even if it is close to them. Das heißt, ich bekomme jetzt Hamster. Ich hab euch auch lieb. Ich hab euch auch lieb. Heißt es jetzt einfach, ich bekomme, wenn ich mit der 110er, einer 14er einen Panzer abschieße, nicht mehr so viel Geld? Wie wenn ich das mit einer Stuka mache? Verstehe ich das jetzt richtig? Wo steht Increased? Increased! Sorry. Ja, juhu, ich krieg mehr Geld. Ich bin immer noch, ja, okay, ich krieg mehr Geld, die Bezeichnung ist trotzdem falsch. Sorry, die Bezeichnung ist einfach falsch. Falsch, falsch, falsch. Ich bin gespannt, wie ist es dann im Deutschen. Wie würde ich ins deutsche Strike Aircraft? Angriffsflug? Zeug. Erdkampfflugzeug. Ja, aber dann reden wir von Stukas und der Ente. Dann reden wir nicht von der 110er. 410er würde wieder passen. 335? Nein. Bei den Us kann ich mir nie merken. Nee, keiner eigentlich. Weil auch der Pulkzerstörer war ja mit der 50 mm nicht gedacht, um Bodenziele anzugreifen, sondern Bomberformation.
Strike-Aircraft. Ich überlege gerade, ob ich. Ja, das ist dann im Prinzip die A10 bei den Amis oder die Su. Der Frosch, wie heißt es? Su-7 und Su-25 bei irgendeiner 20er Nummer. Das sind dann Strike-Aircrafts. Ein Tornado ist ein Multirole. Auf Papier. Doch, was, doch. Welche, was, wie, was, wo? Immer diese i-Tüpfelchen. Welche Fliege? Ich bin gerade verwirrt. Achso, ein Pulkzerstörer, jetzt sehe ich, was Damokles da. Doch, ein, zwei von Pulkzerstörern gab es. Oder? Ja, zwei Prototypen. Mir war auch so, dass zwei Prototypen von den Dingern existiert haben. Ob die Kampfeinsätze geflogen sind? Ja. Ich. Nee, abgelehnt. Okay, dann seid ihr euch einzig. Customization. Wildcat 105, Wildcat MK1D. Standard Camouflage has been fixed. Class 3 Desert Late Camouflage corrected to South African Armed Force Desert Camouflage. PG02, Identification Marker, bla bla. Interface, the setting option for of aerobatic smoke have been moved from aircraft combat settings to the test flight window and the respawn window of the multiplayer game session. Blöb. Das heißt also, ich kann beim Start sozusagen auswählen, welchen Smoke ich dabei haben will. Gut. Stimmt auch nicht. Also, Psychoterror, ich dachte gerade, ich hätte mich verlesen. Ich hätte jetzt gesagt, beim Interface gibt es wichtigere Dinge zu tun, als den. The loading screen filter has been added to the main setting option, which allow you to exclude unwanted loading screens from the rotation. Mit was beschäftigen sie sich? Die GUI ist grausam, die GUI ist. Und da kriegst du als Sim-Spieler gesagt, wir haben zu wenig Developer übrig für Sim. Ja. Acrobatic Smoke, Damokles. Du kannst jetzt beim Start des Spiels, so wie bei Bombload oder sowas, wenn ich das richtig verstehe, Test Flight Window and the Respawn Window of Multiplayer Game Sessions. Also da, wo du das Fahrzeug auswählst, kannst jetzt neben Bombload und Timer und bla bla, kannst jetzt auswählen, dass dein Aerobatic Smoke lila, blass, blau, grün kariert sein soll. Mit gelb blinkend. Und du kannst auswählen, welche Bilder beim Laden gezeigt werden und welche nicht. Server ist da. Yep. Wir sind auch gleich durch. Game Mechanics. The icon of scouted player in ground RB has been replaced from the hit marker to a unique one. Okay. For the player in aircraft in arcade and realistic battle modes, a marker has been added in the battle game space for the radio command attention to the map. Okay.
Little damage activate timer has been separated by difficult level instead of 90 seconds is now. What? Critical damage activate timer has been separated by difficulty level and. Was ist der Critical Damage Activate Timer? Ist es der, wo dafür sorgt, dass wenn ich ein Flugzeug abschieße und es zum Boden fällt, ich keinen Kill bekomme, weil die Zeit abgelaufen ist? Realistic. Dann ist es gut, ich weiß aber nicht, ob 150 Sekunden ausreichen. The mechanics of counting serious damage in aircraft destruction scoring system has been changed. Now at the end of the timer, serious damage will not be resetted, but will remain on the target until it will be destroyed, but will have lowest priority and bla 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 bla. Wir könnten eventuell the historical and semi-historical content display option in the battle have been combined into except fictional. The historical validate labels of the blablabla blablabla. Historical seven fiction, also okay. Das ist dieses, wenn ich eben nicht will, dass ein Ami mit deutschen Markern rumfährt oder sowas in der Richtung. Genau, also wie lange ich noch assist bzw. überhaupt den Kill bekomme. Das war ein großer Kritikpunkt, weil das ja in letzter Zeit wirklich unter aller Sau war. Was ich mal machen kann nebenbei ist, das starte mich Spielchen starten, bis ich die Boxen bekommen habe. Graphical, the radius of the blast wave on firing effects have been increased and saturation has been reduced. Also, ich habe jetzt mehr Feuereffekt, aber weniger. Okay. The. Was ist das für ein Wort? Model has been replaced by a barrel in the ship's hangar. Okay. The glow of the flame effect has been improved. Also dieses Glühen. Okay. Wurde besser gemacht. Wird man sehen. The effect of the hits of all shells on hard surface metal have been improved. Wird man sehen. Ja, das ist mir klar, dass du dich auf die Südafrikaner freust bei den ganzen Radpanzerdingern. Ich habe noch keine Kisten, also nochmal neu starten. Bäh. Yep. Bei den Deutschen ist es bloß ein Panzer, wenn ich es richtig gesehen habe, zumindest im Death Server jetzt. Back to the sound. New sound design for all aircraft weaponry has been created. Bin ich mal gespannt, ob die sich jetzt wirklich mal anhören. New sound design for anti-aircraft guns. Okay, new sound for bursting anti-aircraft. Okay, new the functionality of the radio chat volume and speech volume has been changed. Is now responsible only for the volume of the radio messages to the team. Speech and volume module is responsible for all voices. Okay, crew talk, bla bla bla. Mechanism, Moment, ich muss mal starten. Also es wird jetzt wieder dieses, ihr kennt's. Ich muss jetzt so 2, 3, 4 Mal starten, bis. Stimmt, der kommt auch noch, der ist aber nicht in den Patch Notes. Der steht nicht in Patch Notes. Der ist, in der Regel kommen diese Crew-Fahrzeuge, die Clan-Fahrzeuge auch noch ein bisschen später. Yep. Severesk 13. Where the fuck is Severesk? Russia.
Na toll, wir bekommen eine City Map. Juhu, City Map. Wir kämpfen. Warum sollte hier irgendeine Sau kämpfen? Was ist hier, dass es sich. Da kämpft doch keine Sau. Okay. Vorrat. Ihr habt die neue Karte. Die können wir uns eigentlich schon anschauen, die neue Karte. Mit Patch Notes als solches sind wir durch. Jetzt geht es um das, ich starte und schließe, bis ich endlich meine Kisten bekommen habe.